Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in einem der schönsten Häuser Wiens, im Palais des Fürsten Lobkowitz mit seinem berühmten Eroikersaal. Hier war es, wo der junge Adelige Josef Franz Maximilian Lobkowitz sein Haus zu einem musikalischen Zentrum umbauen sollte. Er war der, der Beethoven am Anfang seiner Karriere wie kein anderer mit Geld und auch mit Aufführungen unterstützte.